Und da ist der Kompass drin. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Ja, also sprich, der Endboss von diesem Dungeon. Und der ist da oben, wo halt der Tonkopf blinkt. Ist genauso in dem gleichen Prinzip wie bei dir, Robin. Also sprich, wo halt der Tonkopf ist auf der Karte, da ist auch der Boss. Und hier haben wir einen Informationsstand. René, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrala. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Nein, ich habe doch gesagt gehabt, wir werden versuchen, das Spiel so gut wie es geht auf 100% zu Let's Playen. So. Oh, hier sind grüne Zyklopen. Aber ich werde erstmal hier herunterfallen und das Schmetterlingsnetz ausrüsten. Weil es gibt auch einen speziellen Grund dafür, weil es gibt hier Feen. Die werden wir natürlich für den Anfang erstmal einkassieren. Nachher werde ich hier natürlich Elixiere aufbewahren. Die Feen dienen halt nur am Anfang gut. So, da brauchen wir erstmal den großen Schlüssel. So. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt aber auch nicht versuchen, jetzt jeden Raum hier aufzudecken. Nö, da bin ich halt zu faul dafür. Tut mir leid. Ich denke ja nur an euch. Ihr wollt ja hier die Action erleben. Und hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil die Feuerviecher können wir jetzt in dem Zustand noch nicht töten. Da brauchen wir auch erst einen speziellen Gegenstand dafür. Aber das dauert nicht lange, bis wir den bekommen. Nee. So, hier noch die Krügen noch alle einkassieren und dann geht's weiter. So. Bumm. Komm baldig. So. Wow, das war ein bisschen knapp. Und jetzt sind wir hier oben. Und müssen jetzt zur linken Seite. Und der hat es in sich, der Raum. Ja. Hier müssen wir halt alle Gegner töten, die wir töten können, um halt den mittleren Krug, wo halt jetzt hier die Feuerviecher herumirren, halt zu bekommen. So. So, und jetzt sind die aktiv. Die Flammenviecher. Und da erscheint eine Truhe. Und da ist natürlich der große Schlüssel drin. Super. Ja, das ist immer der gleiche Spruch mit dem großen Schlüssel. So, jetzt warte ich erstmal kurz ab. Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, und ganz schnell hier hoch. Vielen Dank. So. Jetzt können wir natürlich auch die große Truhe öffnen. Ja, die Gegner müssen wir jetzt hier nicht unbedingt töten. Na komm, blödes Skelett. So. Und da haben wir den Bogen. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Ja. Natürlich werde ich euch das so oder so gleich demonstrieren. So sieht er übrigens aus. Pfeile und Bogen, jawohl. Aber ich werde euch das gleich demonstrieren. Wie das aussieht. Ja, jetzt ist hier natürlich wieder ein dunkler Raum. Also ich kann nur beten, dass das jetzt nicht so rumnervt, dass ich jetzt hier den Sheet aktiviert habe. Den unendlich Magie-Sheet. Ist halt für mich angenehmer. So. Okay. Gehen wir erstmal zur linken Seite, weil wir da können wir natürlich auch wieder Geld einkassieren. Ja, alles blaue Rubin. Und wir brauchen auch die Kohle, glaubt mir. Das sieht zwar jetzt viel aus, dass wir jetzt über 500 haben, aber glaubt mir, wie schnell die auch wieder verschwinden. Oh ja. Da muss ich sehr, na, nicht sehr oft, aber ein bisschen Geld farmen. Bei ein paar Stellen halt. Ja.
So, ab hier kann ich euch das demonstrieren mit dem Pfeil und Bogen. Boom. Da braucht ihr nämlich auch nur einen Schlag und dann sind die auch schon tot, die Zyklopen. Und bumm. Ha, und das ist fantastisch, dass wir auch jedes Mal ein paar Pfeile bekommen. Oh ja, ein richtiger Kanonenraum. Nur gut, dass ich weiß, wo der Schalter ist. Der richtige. So, ja, jetzt machen hier natürlich rote Zyklopen mit. Und die können wir nicht mit dem Schwert besiegen. Nein, da brauchen wir unbedingt den Pfeil und den Bogen. Und die brauchen natürlich auch zwei Pfeile. So. Und ja, wenn so ein Symbol kommt auf den Boden, dann kommt auch der Boss. Allerdings befindet er sich jetzt nicht hinter diesem Raum hier, sondern erst hinter diesem hier. Ah ne, das war jetzt doof. Moment. So. Bumm, bumm, bumm. Wow, 10 Pfeile. Hallo. Ist ja nicht übertrieben. Na komm, öffne dein Glubtauge, damit ich dich auch töten kann, Zyklop. So, und jetzt kommt der Boss. Ja, dann wollen wir ihn auch machen. Und das sind die sogenannten Amos-Ritter. Ja, mit dem Pfeil. Wir können die natürlich auch mit dem Schwert besiegen, aber mit den Pfeilen gehen die schneller kaputt. 3 Pfeile brauchen die und dann sind die schon tot. Ja, die Bossmusik ist ja auch ein bisschen eintönig, aber immerhin ein bisschen besser als bei Soul Blazer, finde ich. So. Boom. Und das Geile ist, bei jedem Boss, den wir töten, kriegen wir auch immer ein ganzes Herzcontainer. Das ist auch fantastisch. So. Natürlich, beim letzten wird es natürlich ein bisschen anders. Da wird er schon ein bisschen aufmuckiger, weil er erstens rot ist, ein bisschen länger aushält, aber nur ein bisschen. Und ja, das waren die Amos-Ritter. So. Und da haben wir schon unser erstes Amulett. Super. Das waren die Amos-Ritter. So, jetzt werde ich noch zum Dorfältesten gehen und dann werde ich erstmal einen Cut machen. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Saharasrala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Ich kann den Namen wirklich nicht so gut aussprechen. Tut mir leid, ey. So, da nehmen wir natürlich jetzt eine Abkürzung. So, und zwar die hier. Ah ja, und unter Amulette haben wir jetzt ein grünes Amulett erhalten. Super. Ah ja, und was hier die Feen bewirken, ist ganz einfach. Wir können die im Kampf benutzen, dann heilen die uns direkt. Oder, falls wir ein Game Over haben sollten, dann heilen die uns. Dann beleben die uns wieder, netterweise. Ja. Ja, oder ich werde mal gucken, vielleicht werde ich das 50-50 machen. 2 Flaschen mit Feen und 2 Flaschen halt mit Elixieren, ja. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So, höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, René, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weißen weiter vererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Ja. Oh. Hui. Die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Genau. Halte dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. Genau. Das werde ich euch jetzt auch noch gleich demonstrieren, wie das aussieht. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Ja. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht's aus. Und da unten bei
den Inventar A, wo wir halt auch die A-Taste drücken müssen, haben wir jetzt auch die Pegasus-Schuhe. Ja. Also so sieht's aus. Und wir werden das Item bei der nächsten Folge uns holen. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, das ist jetzt hier mein nächstes Let's Play. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Und ja, ich melde mich bald wieder. Bis dann. Tschüss.